Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mir jetzt mein Essen zubereitet und zeige euch mal, was ich heute mit auf die Arbeit nehme. Es ist heute schon um 7 durch, weil ich heute einen Arzttermin habe bei der Hausärztin heute Morgen. Deswegen gehe ich heute ein bisschen später auf die Arbeit. Aber trotzdem gibt es wieder viel zu essen. Und zwar gibt es heute bei mir zum Frühstück mal Porridge. Ich habe mal wieder richtig Bock drauf. Das sind jetzt einfach Leinsamen, Walnüsse und ein paar Haferflocken drin. Und da matche ich mir dann noch eine Banane rein und ein bisschen Zimt ist auch noch dabei. Und dann habe ich mir zum Snacken hier noch Apfel und Birne eingepackt. Ich überlege gerade noch, ob ich noch was anderes mitnehme. Mal schauen, weil ich heute ein bisschen länger eigentlich auf Arbeit sein will. Und da nehme ich vielleicht noch einen Protein-Cookie mit. Mal gucken. Und zum Mittagessen gibt es gekochte Kartoffeln mit diesem Frühlingsquark hier. Das ist richtig lecker. Und hier ist noch ein bisschen rote Paprika drin. Salz nehme ich auch noch mit. Fällt mir gerade ein. Genau, und das wird heute mein Essen für die Arbeit. Ich mache gerade ein Pamela-Workout. Booty! So ihr Lieben, da ist es tatsächlich schon wieder 19 Uhr oder so gleich. Ich habe Sport gemacht, vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich habe heute auf der Arbeit, ich weiß gar nicht, ob ich das dafür gefilmt habe, meinen Protein-Cookie gegessen. Das ist diesen vegan, der ist richtig lecker. Und einen Apfel und die Birne und so ein Stück Schokolade hatte ich mir noch eingepackt. Das habe ich nicht mehr gegessen. Also am Nachmittag gab es wirklich nur noch den Cookie und einen Apfel. Und jetzt werde ich mich ums Abendessen kümmern. Das ist wieder richtig unspektakulär. Ich denke, ich werde mir einfach ein Brötchen machen. Habe ich mir nicht vorhin beim Bäcker geholt. Jo, mal schauen, was es wird. Ich zeige es euch gleich ready. Es gibt einfach ein Kürbiskernbrötchen vom Bäcker mit Avocado und Käse und Avocado, ein bisschen Salz und Pfeffer. Wir haben leider gar kein Gemüse mehr außer Paprika zu Hause. Deswegen gibt es jetzt einfach noch ein bisschen Paprika dazu. Ich hätte sonst noch ein bisschen Gurke oder irgendwas drauf gemacht. Dann hier noch so eine Scheibe, so eine richtig dünne Scheibe von so einem Rest Dinkelbrot aus dem Rewe, was wir noch da hatten. Weil ich dachte, das reicht mir vielleicht mit dem Brötchen jetzt nicht so ganz. Deswegen gibt es die da noch dazu. Und hier als Nachtisch, wie eigentlich immer, noch ein bisschen Obst, noch ein paar Brombeeren von meiner Oma aus dem Garten und noch eine Birne von meiner Oma aus dem Garten. Genau, und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Es ist, glaube ich, schon mittlerweile 7:30 oder so. Deswegen, ich habe super Hunger. Ich glaube, ich bin heute noch nicht ganz so bei meinem Eiweiß, aber naja, mal schauen. Das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Ich habe die rote Beete im Kühlschrank vergessen. Upsi, ich habe die extra ins Gefrierfach getan, damit die schön schnell kühl wird. Davon habe ich jetzt noch ein bisschen was gegessen. Und ich habe mir jetzt hier gerade noch einen Shake gemacht. Einfach ein bisschen was von diesem Clear Way im Mojito-Geschmack. Habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr getrunken. Ich trinke eigentlich an sich gar nicht so oft Whey, weil ich lieber so Proteinsnacks esse oder einfach versuche, mit natürlichen Lebensmitteln auf meine Proteine zu kommen. Aber heute war das irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ja, und dadurch, dass ich heute auch noch Bein und Po trainiert habe, dachte ich mir, trinke ich jetzt noch einen Shake, damit, ja, ich wenigstens noch ein bisschen Protein habe. Ich trinke auch nicht den ganzen, also das ist jetzt fast ein voller Shaker. Ich trinke ein bisschen weniger und lasse den Rest für Robin da. Ich kann irgendwie von diesen Protein-Shakes nicht so viel trinken. Und ich hatte ja heute auch schon diesen Protein-Cookie, vielleicht ist es dann auch nicht so gut, wenn ich so viel Proteinergänzungszeug esse. Deswegen jetzt einen halben Shake und ja, meine Beeren. Freue mich richtig drauf. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Freitag. Wir haben es gleich geschafft, dann ist Wochenende. Ich habe mir heute nicht so viel mitgenommen für die Arbeit, weil es heute bei uns in der Kantine Nudeln gibt. Und wenn es Nudeln gibt, dann esse ich meistens mit, weil das auch irgendwie immer eine Tomatensauce oder irgendwas dabei ist, die vegetarisch ist. Deswegen gibt es heute bei mir zum Mittagessen Nudeln in der Schule und da esse ich heute zum Frühstück einfach nur wieder so einen Quark mit Himbeeren, Vanille, Whey und hier oben drauf noch geschroteten, leinsam gepufften Dinkel, Cashews und Walnüssen. Zum Snacken zwischendurch gibt es noch einen Apfel. Ich habe ja auf der Arbeit auch noch ein Stück Zartbitterschokolade und eine Birne. Und Tee gibt es noch und Kaffee, wie immer. Ich würde sagen, wir sehen uns dann heute Nachmittag zum Wochenende wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir waren gestern noch bei meinen Eltern. Ich habe euch, glaube ich, gefilmt, was es gab. Ich hatte dann spontan in der Mittagspause statt Nudeln in der Kantine mir ein bisschen Hummus geholt mit Gemüsesticks, so Paprika und Gurke und noch einer Brezel. Dann gab es nachmittags so einen Proteinriegel. Ich zeige den euch dann gleich mal noch. Den habe ich gestern Nachmittag dann noch gegessen. Einen Apfel und eine Banane und eine Birne. Und dann sind wir hier los. Und dann gab es bei meiner Family zu Hause dann Pizza mitbestellt bei Freddy Fresh. Da habe ich mit meiner Mom so eine Pizza geteilt. Die eine war mit Spinat und Pfifferling und Tomaten. Die war richtig lecker. Und die andere mit Tomate Mozzarella. Das gab es dann gestern Abend noch. Und danach habe ich noch eine Birne gesnackt. Als Nachtisch quasi. Und jetzt
Es ist Samstagmorgen, ich habe mir jetzt Frühstück gemacht. Es ist tatsächlich schon etwas später, weil wir gestern noch sehr, sehr lange am Feuer saßen. Es ist jetzt schon wieder 11:30. Wir müssen dann auch noch einkaufen gehen, deswegen gibt es jetzt noch ein schnelles Frühstück. Ich habe mir jetzt erstmal hier eine Tasse Waldbeertee gemacht von Teekanne. Und dazu gibt es Porridge. Ich habe mal wieder richtig Bock drauf gehabt, wie eigentlich immer. Mit geschroteten Leinsamen, ein paar Walnüssen und einer zermatschten Banane. Ja, und das wird jetzt mein Frühstück sein. Dann werden wir, denke ich, einkaufen gehen und dann mal schauen. Steht da noch viel auf dem Plan. Wir wollen heute noch zu Robins Papa fahren, grillen. Und da, denke ich mal, wird es heute erstmal nichts zum Mittagessen geben, weil das jetzt quasi schon Mittagessen ist. Mal schauen. Ja, aber das gibt es jetzt erstmal als Frühstück. Hallo ihr Lieben, wir sind vom Einkaufen zurück. Food Hall again. 2 Kilo Äpfel, Kartoffeln, Klopapier, was man so braucht. Bananen, Taschentücher, Avocado, Tortilla Wraps. Oh. Schock des Todes. Alles im grünen Bereich. Mülltüten, Schalotten und eine Gurke. Chips und frischer Spinat. Wir wollen nämlich Schupfnudeln essen, deswegen gibt es dazu auch noch Pilze und Salatherzen. Schupfnudeln und Tomaten. Ich bin echt mal gespannt, ob die mir schmecken. Aber ich denke mal, das wird so ein bisschen wie Gnocchi-Art. Werden wir mal schauen. Für Rob ein bisschen Hackfleisch, Frühlingsquark und Käse. Knoblauch und Mais. Und das war's. Hier sieht es aus wie ein Bombeneinschlag. Ich werde das mal fix wegräumen und dann jup. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich die letzten Tage so unregelmäßig gemeldet und es tut mir so unfassbar leid. Wir waren gestern zum Essen bei Robins Papa eingeladen und da habe ich natürlich jetzt nicht die Kamera oder das Handy in die Hand genommen und gefilmt. Es gab aber wirklich richtig leckeres Essen, so einen leckeren Nudelsalat mit, ich glaube, da war so ein bisschen Tomatenmark dran und so ein bisschen Tomaten und Paprika und Zucchini drin. Das war wirklich richtig lecker. Und dann gab es noch Zucchini gegrillt, die war auch richtig lecker. Und Grillkäse und Wassermelone. Und dann haben wir noch ein bisschen Karten gespielt und den Abend gestern richtig schön ausklingen lassen. Das war wirklich richtig, richtig schön. Ich habe euch, glaube ich, auch gestern nicht alles gefilmt, was ich hier zu Hause gegessen habe. Deswegen ist es echt ein bisschen ein chaotisches Foodery. Es tut mir total leid. Heute ist Sonntag. Ich war jetzt gerade beim Bäcker. Und habe uns ein paar Brötchen geholt. Bei uns um die Ecke ist ja gleich so ein Bäcker. Und die machen echt richtig leckere Brötchen. Das ist hier so eine Körnerecke. Dann isst Robin gerne noch ein Käsebrötchen. Und für mich gibt es einen Kürbiskern. Und das wären heute unsere Sonntagsbrötchen quasi. Ich denke mal, ich schneide noch ein bisschen Obst dazu. Wir haben jetzt hier auch schon eine Tasse mediterranen Pfirsichtee gekocht. Und, nee, Quatsch, das ist, ich hau die irgendwie immer durcheinander, ne? Türkischer Apfel, so rum. Türkischen Apfeltee und ein großes Glas Wasser. Jetzt mache ich uns mal noch ein bisschen was fürs Frühstücken ready. Und dann müssen wir noch die Küche aufräumen. Sieht wirklich aus wie ein Bombeneinschlag hier. Und dann zeige ich euch mein fertiges Sonntagsfrühstück. Frühstück ist fertig. Ich habe hier noch so eine kleine Obst-Gemüseplatte gemacht mit Gurke und Tomate und noch einen kleinen Apfel und Birne und dann noch so ein bisschen Limette für die Avocado. Dann gibt es hier noch Käse und hier immer noch diesen Meerrettichaufstrich. Dann noch ein bisschen Feta und Frischkäse. Für jeden noch ein Ei, meine Tasse Tee. Und das ist jetzt unser Frühstück. Kleiner Zwischensnack. Bei mir gibt es jetzt einen Espresso mit bisschen Haferdrink, dann noch einen kleinen Apfel und 2 von diesen Zartbitter-Schokoladenstückchen hier. Mega, mega lecker. So ihr Lieben, ich habe uns jetzt Abendessen gemacht. Ich habe heute wirklich den ganzen Tag nur geputzt. Also echt die Küche eigentlich überall gewischt und gesaugt und Wäsche. Und ja, deswegen gibt es jetzt gleich Abendessen. Ich bin so K.O. heute irgendwie. Ich glaube, ich schaffe jetzt noch den Müll runter und dann war es das, glaube ich, für heute auch. Ich könnte jetzt schon wieder schlafen gehen. 18 Uhr mittlerweile. Ich habe mir jetzt hier, oder uns, Kartoffel-Wedges gemacht. Die essen wir, wie gesagt, in letzter Zeit total oft und auch gerne. Aber ich finde, das kann man auch immer essen. Total kalorienarm und generell gesund und auch mega lecker. Und ja, hier ist die Hälfte für Robin mit Schale und die Hälfte für mich ohne Schale. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die mit oder ohne Schale esst. Und dann habe ich uns noch ein bisschen Zucchini gemacht. Ich hoffe, dass das ganz gut schmeckt, mit bisschen Öl auch alles. Dann habe ich so ein bisschen Just Spices Gewürze drüber gegeben und Salz, Pfeffer und Paprika. Und das kommt jetzt einfach noch für so, das braucht meistens so 20, 25 Minuten. Bei 225 Grad
in den Backofen. Und dann gibt's mega nices Abendessen. Unser Abendessen für heute sieht richtig, richtig gut aus. Ist jetzt schon richtig spät. 19:35, ich habe richtig Hunger. Bei uns gibt es diese Ofenwedges, wie gesagt, mit dieser Zucchini. Die ist richtig lecker geworden. Ich habe davon schon 2 Scheiben probiert. Dann gibt es bei mir hier noch so ein bisschen Gurke. Habe ich auch schon 2 Stück davon gesnackt. Und dann als Dips wieder Kräuterquark. Und dann habe ich noch ein bisschen Guacamole selber gemacht mit Limette und ein bisschen Tomate, Salz, Pfeffer. Und ja, ich glaube, das war's. Und hier drüben gibt es noch ein paar Käse-Nachos da noch zum Dippen. Und ja, das ist jetzt unser Abendessen. Rote Beete gibt es noch für mich. Mega, mega nice. Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz fix jetzt noch mein Essen für die Arbeit. Ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Es gibt Joghurt mit Apfel, Haferflocken, Leinsamen und Nüssen und ein bisschen Zimt. Dann zum Snacken einen Apfel und eine Banane. Und hier sind noch Pudding Oats mit Beeren drin. Und ich muss jetzt los zur Arbeit. Ihr Lieben, ich bin seit einer Weile wieder zu Hause. Ich habe heute meine Banane und meinen Apfel auf der Arbeit gesnackt, Kaffee getrunken und... Jo, jetzt Sport gemacht, war duschen und war vorhin nochmal im DM. Ich zeige euch mal, was ich fix vorher noch gekauft habe. Eigentlich nichts Spannendes. Ich habe hier so einen Apfelmark mitgenommen, den esse ich total gerne. Der kommt eigentlich immer mit. Dann dachte ich mir, probiere ich mal gepufften Quinoa aus, weil mein Amaranth jetzt leer ist. Und die sind ein bisschen größer und ich dachte mir, ist vielleicht auch mal ganz cool. Und dann habe ich mir einfach 3 ja, spontan Riegel noch mitgenommen. Einmal diesen hier. Das ist irgendwas mit Cookie. Cookies and Cream, das ist unser absoluter Favorite. Peanut Butter, von dem halt, Powerbar. Und dann habe ich nochmal zum Probieren den hier mitgenommen, den kenne ich noch gar nicht. So, jetzt war der Kamera-Akku leider leer. Den hier zum Probieren nochmal im Crunchy-Style, das ist mit Himbeerfüllung. Genau, das war so die Ausbeute im DM. Und jetzt mache ich uns gerade Abendessen. Ich habe super, super Hunger. Ist mittlerweile auch schon wieder 6:30. Und zwar gibt es Schupfnudeln. Mit Spinat, dann noch ein paar Pilzen, da kommt dann noch Zwiebel und Knoblauch mit rein, Salz, Pfeffer, Öl und Sahne. Genau, und das wird heute unser Abendessen sein. Nebenbei werde ich jetzt hier noch so ein bisschen rote Beete snacken, habe ich gerade richtig Lust drauf. Und noch eine halbe Paprika und das einfach mal zubereiten. Dinner is ready und es sieht unfassbar nice aus. Das sind jetzt wie gesagt die Schupfnudeln mit Spinat, bisschen Soja-Cuisine, Sahne light, dann... Pilzen. Ich habe obendrauf noch so ein bisschen geriebenen Emmentaler gegeben. Zwiebeln und Knoblauch. Mega, mega nice. Freue ich mich jetzt richtig drauf. Und es ist 19 Uhr. Guten Fuden. So ihr Lieben, unser Abendessen war wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe gerade noch ein paar Tomaten gegessen als Nachtisch. Und einen halben Proteinriegel von diesem hier. Das sind so 2 solche kleinen Stückchen. Und davon habe ich jetzt noch die Hälfte als Nachtisch gegessen. Der Rest kommt wieder in den Kühlschrank. Den werde ich, denke ich, morgen snacken. Mal schauen. Das war gerade quasi noch mein Nachtisch. Und ja, ich werde jetzt Zähne putzen gehen und mich bedready machen. Und dann sehen wir uns morgen zum Frühstück wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Dienstag. Ich habe mir Essen für die Arbeit gemacht. Sieht richtig viel aus, ne? So viel ist es eigentlich gar nicht. Ich kann mich nur noch nicht so ganz entscheiden, was ich zum Frühstück mitnehme. Ich habe hier einmal Porridge vorbereitet mit Zimt, Leinsamen und Walnüssen. Das werde ich entweder essen. Dann habe ich noch ein paar Cashews dazu und dann mache ich mir auch wieder eine Banane mit rein. Jo, entweder das oder ich habe mir so eine Quarkbowl gemacht mit Himbeeren, Vanilla Whey, wie ich das halt immer mache. Obendrauf noch gepufften Amaranth, gepufften Dinkel, Leinsamen und ein paar Cashews. Ich denke, ich zeige euch dann noch, was ich jetzt genau gegessen habe. Auf jeden Fall denke ich, lasse ich dann das andere davon im Büro und esse es dann am Mittwoch. Dann gibt es zum Snacken hier noch einen Apfel oder halt die Banane, je nachdem, was ich eben frühstücke. Und zum Mittagessen dachte ich mir, esse ich wieder hier so Gemüsesticks, also eine halbe Paprika, ein bisschen Gurke und ein paar Tomaten mit dem restlichen Hummus, den ich noch da habe. Und ich hole mir wieder eine Laugenbrezel beim Bäcker. Und das ist jetzt mein Essen für die Arbeit heute. So ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Heute mal ein bisschen eher. Ich mache jetzt aber auch gleich wieder los. Robin und ich treffen uns da mal kurz am Kaufland. Und ich dachte mir, ich zeige euch, was ich jetzt gerade noch snacke. Also ich habe auf der Arbeit übrigens zum Frühstück doch meinen Quark gegessen. Nicht das Porridge. Ich hatte da irgendwie mehr Bock drauf. Und jetzt gibt es bei mir einen kleinen Nachmittagssnack. Ich hatte zwar schon auf der Arbeit einen Apfel, aber ich werde jetzt, denke ich, noch einen essen. Und hier so die andere Hälfte von dem Proteinriegel. Mega nice. So ihr Lieben, time for dinner. Ich habe so Hunger. Wirklich, also dieses Mittagssnacken hält mich immer nicht lange satt. Es ist jetzt gerade mal 6 oder so.
ich mache uns jetzt Mittagessen. Nee, Abendessen. Und zwar gibt es hier noch so restliche Weizen-Tortilla-Wraps. Robin befüllt die sich noch mit Hackfleisch. Ich mache die wie immer vegetarisch. Ich mache mit ein paar Kichererbsen. Dann passierten Tomaten. Dann schnippe ich noch ein paar frische Tomaten dazu. Dann kommt noch Mais dazu. Ein bisschen geriebenen Käse, der dann so richtig schön zerschmilzt. Love it. Und noch ein bisschen was von dem frischen Spinner, damit er nicht schlecht wird. Und ich kann mir das da drin eigentlich richtig gut vorstellen. Jo, und die mache ich jetzt mal ready und hoffe, dass es nice wird. Beziehungsweise weiß ich, dass es nice wird, weil, ach, ich liebe es einfach. Ich freue mich da jetzt richtig drauf. So sieht das Ganze jetzt ready aus. Bisschen braun geworden, aber passt schon. Und das ist jetzt unser Abendessen um 6:30. Ja, ihr Lieben, ich möchte an der Stelle dann das Food Diary schon wieder beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt Videowünsche, die ich demnächst mal drehen soll, gerne in die Kommentare. Dann setze ich das gerne mal um. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bleibt bis dahin gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.